Ich bin heute einem kleinen Geheimnis am Rhein auf der Spur. Seid gespannt. Ja Leute, jetzt fragt ihr euch, Geheimnis am Rhein, was soll denn da kommen? Hier ist zum Beispiel schon mal eins. Dieses riesige Loch in der Wand. Und davon gibt es noch mehr auf der Strecke zwischen Bingen und Koblenz. Ja, genauer erkunden kann man das leider nicht, weil ihr seht, direkt davor verlaufen die Bahnschienen. Leider. Ja, von diesen Löchern, Höhlen am Rhein, gibt es hier zwischen Bingen und Koblenz eine ganze Menge. Und die wollte ich euch jetzt mal ein bisschen näher zeigen. Ja, keine Ahnung, ob das was mit Bergbau oder so zu tun hat. Falls ihr es wissen solltet, Leute, dann schreibt es doch sehr gerne mal unten in die Kommentare rein. Danke. So, weitere Höhlen folgen jetzt. Könnte Bergbau sein, da sich hier direkt in der Nähe ein riesiger Steinbruch befindet. Ja, ja, wie schön ist der Rhein im Sonnenschein. So Leute, was man jetzt hier sieht, ist schon weitaus interessanter. Ich weiß allerdings nicht, ob das da tief reingeht, denn da sind direkt die Schienen davor. Außerdem ist auch ein Netz gespannt. Ja, schon dutzende Male dran vorbeigefahren, immer mal wieder aufgefallen, dann immer mal wieder vergessen. Jetzt wollte ich es mir mal genauer anschauen hier. Ein paar hundert Meter weiter, das nächste Loch in der Wand, noch schön von Gestrüpp verdeckt, fällt nicht sofort auf. Aber ihr seht selbst, überall Schienen, keine Möglichkeit daran zu kommen. Probiert es auch besser nicht aus. Ja, ob das alte Stolleneingänge sind, who knows. Wie gesagt, ihr dürft es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ja, die Bäume sehen aus, als hätten wir mittlerweile Herbst. Dabei ist noch Hochsommer. Echt krass. Ja, ich muss die Plätze hier leider mit dem Auto abfahren, da sie zu weit auseinander liegen. Das war bestimmt mal ein alter Schacht. Ja, Leute, schaut euch mal dieses Riesenloch hier an. Das sieht schon verdammt nach einem Stolleneingang aus. Und dahinter geht es bestimmt auch tief, tief rein. Aber wie ihr sehen könnt, keine Chance dahin zu kommen. Da würde ich echt gerne mal einen Blick mit der Taschenlampe reinwerfen. Einfach nur mal kurz reinluchsen, ob es da wirklich tief reingeht. Da gibt es auch noch einen getarnten Eingang. Ja, was man alles so findet, wenn man hier unten direkt am Rhein entlang geht, echt schon spannend. Was steht denn da für ein komischer Stahlturm mitten auf der Insel, der ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich hoffe, ihr könnt den Turm auch sehen mit der Kamera an der Stelle. Ja, und nochmal, falls ihr wisst, was das hier für Stollen oder Eingänge oder Höhlen sind oder ob es dafür vielleicht sogar hinter diesen Felswänden irgendwelche Höhlensysteme sind, dann schreibt es gerne, gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich sehr interessieren. Und deswegen geht man dort besser nicht rein. Bis zum nächsten Mal.